schräg wie ein Seeteufel. Ich würde es jetzt lieber überprüfen. Wohin des Weges? Ciri sagt, dass wir einen Ort auf Skellige untersuchen müssen. Avalach verheimlicht uns eindeutig was. Als wir zusammen auf den Inseln waren, hat Avalach ein Labor erwähnt. Einmal wollte er hinteleportieren, um etwas zu holen. Und er hat sich geweigert, mich mitzunehmen. Das war alles sehr seltsam. Ausreichend verdächtig, meinst du nicht? Und was habt ihr vor? Einfach reinschleichen und rumstöbern? Genau. Kommst du mit? Na, gut. Wohin denn? Auf eine kleine Insel zwischen Undvik und Spikerok. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Sonnenstein auf Art Skellig ist. In einer Höhle an der Küste, an die man nur vom Meer aus rankommt. Und zum Betreten der Höhle braucht man echte Magie. Geht und findet dieses Labor. Ich erkunde Art Skellig. Du kannst später zu mir stoßen. Dein Augenlicht wurde gerade erst wieder hergestellt und magisch simuliert. Sagtest du nicht, du bräuchtest eine Zeit der Eingewöhnung? Sagte ich das? Ich hatte vergessen, was für eine Schreckschraube sie sein kann. Komm, Ciri. Wir warten dort auf dich. Also. Ist sehr gut geschützt. Ich glaube, wir finden da drinnen was Interessantes. Wie willst du die Barriere aufheben, Atlan? Und? Irgendwelche belastenden Briefe? Keller voller Leichen? Wir haben die Tür noch nicht geöffnet. Da ist eine hochkomplexe magische Barriere. Versuchen wir es. Theater erliegen! Ich kümmere mich darum. Versuche, durch die Barriere zu kommen. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Das beweist nichts. Wir müssen uns umsehen. Bisschen schäbig, findet ihr nicht? So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Ein Porträt von Ciri, glaube ich. Nein, das bin ich nicht. Wo ist die Narbe? Natürlich bist du das.
Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avalach nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig. Schau, Geralt! Da war doch gerade eben jemand hier. Avalach ist auf dem Schiff, das wissen wir. Und wenn nicht? Schluss damit. Ein Destillat. Riecht nach... Verbena. Aha. Aha, was? Noch nichts. Manchmal gehst du mir ziemlich auf die Nerven. Kräuter? Nicht sehr verfänglich. Warte, wir sind noch nicht mit dem Labor fertig. Als hätte ich das Schlafzimmer von jemandem betreten. Yen! Stammbaum des Enhen Ichär, des älteren Blutes, von Lara Dorn. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemond von Edirn auch mein Vorfahr war. War das der, der seine Töchter mit einem blühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Nicht mal ich habe bisher die vollständige Version gesehen. Offenbar hat Avalach alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Er hat sie nur analysiert? Glaubst du das wirklich? Wenn er unseren Magiern auch nur entfernt ähnelt, bezweifle ich, dass er sich zurückgehalten und nur beobachtet hat, wie es Laras Nachfahren geht. Wir werden wohl nie erfahren, ob und wie viel die Elfen mit der Genmutation zu tun hatten. Hattest du was zu tun mit dem, was Geralt erwähnt hat? Dem Werk dieser menschlichen Magier? Natürlich nicht. Vergiss es. Da erfahren wir doch nichts Neues. Woher willst du das wissen? Ich will das auch nicht lesen. Normaler Spiegel. Ich hätte ein verstecktes Portal erwartet. Elfen haben ein Händchen für Düfte. Wie seid ihr hier hineingekommen? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Verschwindet, sofort! Du! Ich erinnere mich an dich. Von Tir Nalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken.
Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Ciri, du hast ihr doch wohl nicht geglaubt. Sie ist persönlich betroffen von der Sache. Das ist klar. Na und? Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Ciri. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Beruhige dich. Die Elfin hatte recht. Oh, solltest du mich nicht aufmuntern? Du trägst Laras Gen. Daran kannst du nichts ändern. Du hast auch ihr Talent und ihre Kräfte geerbt. Diese Elfin würde ein Jahrhundert ihres Lebens dafür geben, so wie du zu sein. So hat sie aber nicht gewirkt. Du wurdest mit einer großen Gabe geboren. Und nur du kannst entscheiden, wie du sie einsetzt. Was ist das? Eine Kette. Lara Dorns. Sie ist schön. Aber... Sie ist dein. Gehen wir. Ich kann diesen Ort nicht mehr sehen. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindersfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Was denn? Ciri, Skjall ist tot. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjall ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Besuchst du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindersfjall öffnen? Kann ich. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Bis dann. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin.
Wir sehen uns gemeinsam um. Komm. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ovar. Inge, Tochter von Trotmir. Verdammt! Er ist nicht hier! Skjall hat kein Grab! Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach! Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Ah, diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Was macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling, ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg, ihr schändet unsere Gesetze. Die sind für uns nicht bindend. Klar, und Respekt vor unseren Gebräuchen habt ihr auch nicht. Der Feigling gehört in die Grube. Skjall hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Zurück zum Boot. Mhm. Wir haben uns gewarnt, dass es regnen würde.
Einfach großartig. Hey, sieh dir das an. Hexer. Gehen wir. Und jetzt? Lässt du dir neue Augen wachsen wie Wilgefortz? Ich weiß noch, als ich ihn umbrachte, da waren sie noch nicht ausgewachsen. Sahen ekelhaft aus, aber... Diesen Perversling erwähnst du wohl rein zufällig. Klar. Ich habe auch von einem reichen blinden Zwerg aus Mahakam gehört. Der hatte zwei riesige Rubine in den Augenhöhlen. Natürlich hat er damit nichts gesehen, aber angeblich sah es sehr geschmackvoll aus. Hörst du? Mhm.
Sie wurde von Ertrunkenen geschützt. Mann, sind das viele. Hoffentlich willst du hier nicht im Aas rumfingern. Wir haben hier schließlich was vor. Also, wie kommen wir da? Die Treppe. Ich repariere sie. Fertig. In mir. Mir sind die Spannungen zwischen dir und Yennefer und Triss nicht entgangen. Das ist schwer für Ciri, glaube ich. Manchmal frage ich mich, ob ihr drei wisst, wie das wirkt. Triss spielt Ciris große Schwester, wartet aber gierig auf eine Chance, mit dir ins Bett zu hüpfen. Du und Yennefer spielt die Eltern. Genau. Wenn du es also auf einen Fünfer abgesehen hast, dann ist Eindeutigkeit ganz gut. Keine Gnade! Und jetzt? Muss ich denn alles für dich machen? Siehst du den Wächter, der auf Bezahlung zu warten scheint? Hab gerade kein Kleingeld. Er will Blut, keine Münzen. Das ist Fjallan aus der Elfenlegende. Liest du eigentlich gar nichts? Bitte sehr. Der Kaiser muss Yennefer ja unwiderstehlich finden. Ihn dazu zu kriegen, dass er die Sicherheit der Loge garantiert? Was hältst du davon? Was ich davon halte, das ist offensichtlich eine Suggestivfrage. Kein Geralt, ich bin müde, setzen wir uns und plaudern zur Einstimmung? Legst du so viel Wert auf das Vorspiel? Du solltest mit Yennefer reden. Da ist eindeutig was nicht geklärt zwischen euch. Yennefer ist schon immer eigene Wege gegangen. Ich bin ganz gerührt, dass sie sich diesmal für die Belange der Loge interessiert. Du traust dir nicht. Dann geh, sobald die Jagd besiegt ist, und such dir anderswo eine Zuflucht. Redanien hat ein Angebot, wie ich höre. Da würde ich eher meinen Kopf ins stachelige Maul eines Zeugels stecken. Danke, aber ich habe andere Pläne. Du wirst mit dem Kaiser arbeiten. Findest du das nicht spannend? Nein. Ich meine, doch, natürlich. Bisher hat die Loge sich oft auf schwache Herrscher verlassen. Das war unser größter Fehler. Dich beeindruckt also, wie Emhyr seine Magier an der kurzen Leine hält?
Wie klug von Yennefer, dich aus der Politik rauszuhalten. Du würdest wohl nicht mal merken, woher der Wind weht, wenn du frontal reinpissen würdest. Diese Abmachung mit Amiel, die ist Sache der Zauberin. Frag wen anders aus. Sie hat dir also nichts gesagt. Was ist mit persönlichen Plänen? Hat sie irgendwas erwähnt? Eine mögliche Beraterposition? Neben einer jungen, vielversprechenden Kaiserin? Bleib von Ciri weg. Sie ist erwachsen, Geralt. Das vergisst du ständig. Sie kann selbst entscheiden. Also dann. Weiter? Weiter?